Grüße Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls mit mir, Level 4. Ja, wir befinden uns mittlerweile in der gemalten Welt von Ariamis. Es ist eine Gegend, die man nicht unbedingt besuchen muss. Die muss man nicht besuchen. Das ist, wie nennt man das so schön? Eine optionale Gegend, die man nicht besuchen muss. Aber ich würde sie auf jeden Fall besuchen. Immer. Schwer geraten. Ich muss mich hier... Genau wegen dem Typen. Dem meinte ich nämlich. Ja. Ich sollte mich mal gleich mal kurz heilen, aber ich kann gerade nicht. Natürlich trifft mich das auch noch. Klar, warum denn noch nicht? Und hier heilen. So, der Typ müsste gleich da sein. Okay, ich habe schon mal anvisiert. Okay, komm her. Und Schlitz. Das ist zu nah dran. Ich bin vergiftet. Alles klar. Da. Nein. Alter. So. Und wieder geheilt. Ich habe nicht mehr so viel. Das ist so ein bisschen das Problem hier in der Situation. Deswegen möchte ich gleich auf jeden Fall erstmal die Abkürzung schaffen. Das wäre nicht schlecht. Oh, da ist auch noch einer. Der wird mich aber erstmal nicht treffen. So, Dankeschön. Kommst du auf einmal her? Alles klar, von mir aus. Stirb. Okay. Oh, fuck. Ich bin gerade ein bisschen in der Klemme. Nicht gut. Ich laufe erstmal raus hier. Ja, hab's so wild. Ist mir erstmal unwichtig. Erstmal hier rein und heilen. Okay. Da kommt der nächste, der mich vergiften kann. Oh, ich hasse diese Typen ungemein. Ja, komm, ist gut. Weg. Nein, nicht vergiften. Ach, scheiße. Ich hab jetzt noch 2 Stück. Ja, fuck. Ich hab dir ganz vergessen, dass die Leute gibt, die vergiften können. So, wo ist der andere Typ denn? Da oben ist der. Und da ist auch noch einer. Toll. Ich werde angegriffen. Okay. Von dem Finstergeist. Wo kommen die immer raus? Ich hab's vergessen. Wo kommen denn die immer raus, die Finstergeister? Das hab ich vergessen. Aber es wäre cool, wenn der mir die Tür öffnen könnte. Oh, da ist er. Okay. Okay, und hauen. Okay, habe ich nicht getroffen. Okay. Ja, getroffen, aber ist mir was gebracht. Ja, ist in Ordnung. Warum muss ich jetzt invadiert werden? Das mag mir nicht gefallen. Ja, ist gut noch heute. Oh, der hält aber ordentlich was aus. Der ist geübt. Oh, der hält ordentlich was aus. Fuck. Ja, das war so klar. Schade. Ich hab keinen Bock, ihn zu bekämpfen. Ach, wieder anklagen. Okay, schade. Toll, jetzt darf ich die ganzen Gifttypen noch einmal machen. Ist das toll. Ich wollte zumindest die Abkürzung holen, du Arsch. Toll. So, komm mal her, du. Danke, schön gemacht. Na gut, es gibt eine einigermaßen Abkürzung, wo ich die... Es gibt eine Abkürzung für die Abkürzung. Vielleicht hole ich die mir gerade mal. Da wäre das schon mal nicht schlecht. Das ist eigentlich so ein Weg, den man gar nicht laufen sollte. Um das schon mal so zu verdeutlichen. So, dann hole ich dich mal kurz. Nicht, dass du... Bitte lauf nicht da hinten hin. Okay. Ja, kacke. Ach, du Scheiße. Ja, ach, komm. Arschloch. Die Typen hasse. Die sind echt die Schlimmste. Das ist... So, jetzt muss ich irgendwie aufpassen, dass die nicht... Na komm! Scheiße, ich bin vergiftet. Oh, oder auch nicht. Meine Fresse. Ich möchte nur die Seelen holen und dann will ich die Abkürzung springen. Das wäre ganz, ganz toll.
Und spuck noch einmal. Das reicht von der Distanz her. Wunderbar. Ich habe meine Seelen zurück. Und jetzt werde ich die Abkürzung für die Abkürzung machen. Okay, aber zuerst muss ich die... Ja, ich muss erstmal hier oben hoch. Nochmal zu. Und töten. Und töten. Ich wäre gerne menschlich davon geblieben, weil hier gibt es nämlich auch einen Finstergeist. Na gut, okay. So, ich werde jetzt versuchen, da hinzuspringen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit voller Rüstung, sonst muss ich mal ohne Rüstung hinspringen. Das hat funktioniert. Okay, alles klar. Ja, es tut weh. Ich weiß das. Aber ich kann die Tür öffnen. Das ist erstmal das Wichtigste. Wie gesagt, eine extreme Abkürzung, die man da machen kann. Aber ich möchte erstmal den regulären Weg gehen. Und ich habe gesehen, ihr habt die eben gesehen. Das macht mir komplett voll mittlerweile die Essence Vacance plus 3. Immer sehr schön. Immer sehr schön, das Ganze. Okay, ja, kommt man nicht da irgendwo noch lang? Genau. Richtig. Aber dazu erst später. So, ich kann erstmal nicht invadiert werden. Das ist auch erstmal eine gute Sache. Komm her. Ach, komm her. Der wäre weg. So, hier sonst ist ja keiner mehr. Gut. Ich hasse diese Stelle. Also da hinten, wo die Typen, die ganzen Typen stehen, die so vergiften können. Ich weiß nicht, ob man von hier aus da hinten hüpfen kann, aber ich werde es einfach lassen. So, da kommt schon mal einer. Sieht man da am Schatten, der sich da bewegt. Wo kommst du auf einmal her? Alter. Wo kam der jetzt her? Ah, der hing hier wahrscheinlich irgendwo, oder? Okay. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde zu dem hinlaufen, die ganz schnell töten. Und, ja, hab's gewillt. Die Typen stehen jetzt natürlich auch noch auf. Komm bitte schneller. Okay. Jetzt nix hier raus hier. Lauf. Ja, hab's gewillt. Der Typ kann ja nicht Feuer spucken, der kann nur schlagen. Okay. Und heilen. Ah, schön, dass da zwei kommen. Ja, das macht's ja viel leichter. Arschloch. Okay, und schlitz mal durch die Wand durch. Das müsste funktionieren. Ja. Gleich mache ich auch bei dem jetzt, der kommt. Okay, und schlitz. Das war nicht so gut. Jetzt, komm. Alter, komm doch bitte her. Hallöchen, ich bin hier. Und schlitz. Nein, kacke, nein. Ich bin zu nah dran, ich werde vergiftet. Scheiße. Ja, das war jetzt auch das letzte Mal, wo ich mich heilen könnte mit dem Zeug. Das macht's natürlich ganz toll. Oh, toll. Komm schon. Triff. Ich treffe natürlich nicht. Hä? Kann man da so? Nee. Keine Ahnung. Gut, zwei sind weg. Das macht's aber nicht leichter, wirklich. Leider. Ja, da kann ich mich hier so schlecht umsehen. Da oben ist einer. Wenn ich hier stehe, ist es nicht so wild. Den Typen möchte ich eigentlich so schnell wie es geht töten. Aber wir haben genug Abstand. Das müsste passen. Ja. Vergiftet mich nicht. So, der Typ da oben. Vielleicht springt er mal runter. Komm her. Der muss runterspringen, um mich anzugreifen, weil da kann ich Feuer spucken. Das sieht man nicht immer daran, dass die Typen halt Fackeln tragen. Okay, der kommt hier runter. Oh, noch ein anderer Typ kommt auch noch runter. Oder nicht? Ach, kommt doch mal jetzt her. Okay, jetzt springt... Oder? Ja, komm. Alter! Gibt's doch nicht. Dann komme ich gleich zu euch, wenn ich wollt. Jetzt kommt... Jetzt springt er natürlich runter. Willst du mich doch wohl verarschen, Alter. Ja, greif du erstmal normal an. Ich versuche erstmal irgendwie Abstand zu gewinnen. Nein. Das müsste passen. Oh. Jetzt kann er mal. Zu nah dran. Alles klar, jetzt muss ich irgendwie das Gift aushalten. Ob ich das überlebe. Ich werde wahrscheinlich bis dahin ordentlich Essensflakons verbrauchen. Dann bleibt jetzt nichts anderes übrig, das Gift auszuhalten.
Das ist super scheiße. Das weiß ich, aber... Wie gesagt, bleibt nichts anderes übrig. So, da komme ich nicht entlang, ne? So, da oben gibt es eine Seele. Wie komme ich dann da nochmal hin? Ich weiß es gerade nicht. So, jetzt heilen. So, und seht, wie langsam das Gift da verschwindet. Das ist so nervig. Und Schlitz und voll runter. So. Wie kommt man denn da nochmal hin? Ach, Leute. Ich hasse diese Gegend manchmal. Okay. Gut. Gab es da nicht irgendwie... nicht irgendeinen Weg? Nee. Hm. Ja, ich glaube, man musste von der anderen Seite hinkommen. Ich glaube, das war der Weg dahin. Ach, du bist auch noch hier. Schön, komm aber mal her. Stirb doch bitte. Dankeschön. Okay. So, und da hinten seht ihr wieder... Was könnte das denn wieder sein? Ach, das ist toll hier. So, hier kann ich runter. Da komme ich auch leider wieder ganz schwer wieder zurück. Nee, stimmt gar nicht. Mache ich gleich. Aber erstmal gehe ich hier lang. Okay. So, da komme ich so nicht ran. Schade. Schade, schade, schade. Ich hasse diese Vergiftung. Es gibt nichts Schlimmeres als das. So, ich gehe nochmal kurz hier runter. Aber ganz, ganz vorsichtig. Gab es nicht hier was in der Ecke? Ne, gab es leider nicht. Okay. So. Jetzt kommt er. Scheiße. Na, kommt er jetzt schon? Wie wäre es gerade irgendwas abgebrochen? Er kommt jetzt. Wieso muss er gerade jetzt kommen? Ich wollte ihn noch gar nicht holen. Na toll. Dann heile ich mich nochmal kurz. So, ein weiterer untoter Drache. Toll, nicht wahr? Und ich habe leider nicht genug Sachen abzuballern, oder? Diesmal habe ich, glaube ich, nicht genug. Ach, du Scheiße. Ja, dann. Ich versuche trotzdem mal so viel Schaden anzudrücken, wie es erstmal geht. So, mitten in die Fresse rein. Leider nicht so viel. Ich habe noch ein paar, aber wie ihr seht, ich glaube nicht, dass das reichen wird. Die Vergiftung lässt langsam nach. Die Betonung liegt auf langsam. Ach, Mann, ey. Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. Ich hätte gerne nochmal dieses Moos. Das wäre sehr, sehr schön. Aber ich mache das erstmal so. Ich haue erstmal so genug Schaden rein, wie es geht, und dann versuche ich die Drachen so zu töten. Ich glaube, der hat einen untoten Winkel gehabt. Einen untoten Winkel. Ja, ich meine einen toten Winkel, wo man den angreifen kann, ohne dass er einen trifft. Aber ich bin mir ganz sicher, ich muss jetzt mich kurz heilen. So, bloß nicht heilen vergessen. Das wäre saudämlich. Und jetzt immer weiter ballern. Okay. Aber wir ziehen mittlerweile doch etwas ab. Könnte vielleicht erstmal reichen, um genug Schaden zu machen. Also vielleicht reicht es für die Hälfte. Vielleicht auch für drei Viertel, aber es wird ihn auf keinen Fall komplett töten. So viel kann ich leider schon mal sagen. Wenn irgendwas, wenn ich ins Auge schieße oder so? Nö, gar nichts. Okay. Oh, ich war gesagt, auch weniger Schaden. So. Ja, 39 erstmal das Höchste, was ich machen kann. Ah, vielleicht. Ich gehe mal noch ein bisschen näher. Ja. Reicht doch eher von. Na, doch nicht. Das reicht doch nicht. So, wie weit reicht die Kotze? Reicht bis da vorne. Okay. Hm. Interessant. Hm. Und dann schieße ich weiter auf ihn. Hm. Darf ich gleich schon wieder heilen. Toll. Aber die Vergiftung ist jetzt halb weg. Das ist schon mal das Tolle daran. wie viele Essensflakons ich verbrauche nur für diesen einen Scheiß. Das gibt's nicht. Problem ist natürlich an diesen Drachen,
dass ich ihn nicht vergiften kann, weil er natürlich selber Giftschaden macht. Von daher, nö. Ich habe ja da eigentlich extra auch damals nochmal für diesen Drachen mehr die Pfeile gekauft. Ja, ja, ja. Ja, da kann ich jetzt auch nicht den... Oh, vielleicht reicht es doch, den zu töten. Vielleicht reicht es dann doch noch. Das wäre sehr, sehr schick. Naja. Aber hier muss ich gleich etwas... Ich muss gleich unbedingt etwas zeigen, was ich halt irgendwie... Ich finde das sehr, sehr lustig. Aber na gut. Erstmal den Typen töten, was erstmal dauern kann. Aber von dem bekommt man dann wieder einen Drachenstein. Weil Drachensteine sind immer gut. Sind immer gern gesehene Gäste bei mir im Inventar. Da sage ich nicht nein. Nee, nee, nee. Da sage ich nicht nein zu. So. Gleich jetzt wieder heilen. Am besten jetzt schon. Und weiterballern. Okay. Dann dürfte er gleich weg sein. Tatsächlich reichen die Pfeile. Finde ich sehr cool. Ja, ich will es gar nicht erst auf einem normalen Wege probieren, wie man vielleicht normal töten kann. Ich will es erst gar nicht ausprobieren. Nee. Ich habe es nicht vor. Okay. Dann den erstmal killen. Ja, die Pfeile dürften reichen. Obwohl, ja, irgendwie sinkt jetzt das Ganze sehr, sehr wenig, oder? Hält der sich gerade irgendwie stark oder vertue ich mich? Nee. Das Ding ist nur sehr, sehr langsam. Okay, von mir aus. Ja, ist eine relativ lame Methode. Ich weiß, man könnte den spannender machen, aber ich mache ihn nicht spannender. Weil ich möchte ja einfach nichts riskieren. Jetzt bin ich gerade schon mal so weit. Das wäre einfach sehr, sehr schade. So, 5000 Seelen, das lässt sich sehen. Und gleich die Kacke aufsammeln. Stolzer Krieger, sehr nett. Drachenstein. Was können wir hier noch Feines? Ein Blutschild, okay. Der war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Naja, auf jeden Fall liegen hier halt noch die Beine von ihm. Die untoten Beine vom Drachen. Da kann ich jetzt draufschlagen, wie ich will. Da tut sich so nichts. Aber es gibt eine Sache. Pass auf, Leute. Achtung. Ach, war das so? Wie war denn das nochmal? War es Duelwilden? Nee, wie war das denn das nochmal? Nee, wie war denn das nochmal? Ach nee, das war die Attacke. Okay, Moment, Moment. Dann steht er auf, wenn man den so schlägt. Finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Aber der greift uns dann immer noch nicht an. Der steht aber nur auf. Aber das Lustige ist, der gibt dann quasi eine Abkürzung frei. Denn da unten, da hinten, ist dann schon der Ausgang zur Welt. Weil ich glaube nicht, dass wir so jetzt zurückkommen könnten. Ja, gut. Dann muss ich kurz überlegen, was ich als nächstes mache. Gut, dass wir den untoten Drachen weg haben, denn der wird jetzt immer weg sein. Der kommt nicht mehr wieder. Oh, gleich ist die Vergiftung auskuriert. Ich freue mich drauf. Hat mich ja nur so ein paar Millionen gekostet. So. Hier kann ich nur runterfallen. Und hier kann ich nur hoch. Aber ich muss aufpassen. Denn es sind natürlich wieder lustigen Eulen da. Die, in Anführungsstrichen, die sind mit sehr, sehr großen Anführungsstrichen lustigen Eulen. Ich hasse diese Eulen. Muss mich jetzt heilen. Fuck. Und passen, da geht's eigentlich gar nicht. Schlitz. Und töte ihn. Sehr gut. Wie viel geben die jetzt? 1000. Ja, gut. Aber es wird nicht die einzige Eule sein. Kommt nicht sogar eine von unten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Unheil verschwindet nach Gesiegkörper Grabes. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das für mich jetzt heißt. Oh, Achtung. Irgendwas greift mir gerade an. Okay, ich habe gerade ein bisschen Angst. Oh, und das Gift ist weg. Ist das schön. Okay. Okay, da kommt der nächste. Und tschüss.
Überlebt er das? Er hat's überlebt. Er braucht einen relativ langen Weg wieder zurück. Das werde ich jetzt ausnutzen, werde einfach hochlaufen. Hoffe, dass mich kein weiterer angreift. Auf dem Weg da nach oben. Das wäre sehr erfreulich. Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Roter Speckstein. An sich sehr geil. Ich kann den von hier jetzt angreifen. Okay. Will ich das? Ich mach's. Ich kann ihn nicht angreifen. Okay. Dann halt nicht. Dann jetzt wieder runter. Langsam runter. Ich bestehe auf langsam. Und dann die Seele da unten holen. Und dann haben wir ein anderes Problem, nämlich dann... Wie kommen wir von hier weg? Okay, auf die... Ja, okay. Auf die Treppe springen. Seele Ritter. Okay. Und jetzt auf die Treppe fallen. Alles klar. Gut. Schön, haben wir das auch gepackt. Aber mit roten Speckstein kann man... Ja, wie sage ich das denn jetzt? Ah, okay, das ist gerade die Eule. Ich nenne sie einfach mal Eule, weil die machen Eulengeräusche. Oder, ja. Nicht unbedingt Eulengeräusche. Die machen so Geräusche wie... Wie Tauben. Tauben oder Eulen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht auf eins einigen. Ja, okay. Dann gehen wir hier jetzt runter. Und dann muss ich den Part beenden. Aber er ist gleich. Er ist gleich. So, und jetzt sind wir hier. Oh, da ist er. Eins. Okay. Und komm her. Aua. Okay. Das war genug Fallschaden, dass er gestorben ist. Interessant. Okay. So. Und hier ist eine Tür. Kriege ich noch nicht auf. Die kriege ich noch nicht auf. Nee. Und ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern. Dieser Nebel hier. Jetzt sind wir nämlich im Hof, wo wir eben die Abkürzung für die Abkürzung genommen haben. So. Und jetzt wird es eigentlich interessant, aber auch gefährlich. Ja. Das sind alles autonome Schleimbolzen. Und die werfen alle mit Speeren nach mir. Sind nicht ganz ungefährlich. Wenn ich nochmal treffen würde, wäre es nicht so wild. Ja, ja, ist gut. Komm, den dürfte ich aber jetzt wirklich treffen, oder? Nein, ich habe nicht getroffen. Scheiße. Alter, wie ich die Viecher hasse. Okay, der eine ist weg. Das ist gut. Das sind aber dummerweise so ungefähr um die 10 Stück. Ich will jetzt einfach jetzt sehr, sehr viel Zeit brauchen, bis die weg sind. Okay. Ja, ja, ja. Das ist jetzt nicht ganz leicht. Kann ich mich hier aus treffen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, nein. Ich kann mal versuchen, einfach mal anzugreifen. Ich habe nichts getroffen. Ja, die machen da auch sehr, sehr gefährlichen Schaden. Das ist so ein bisschen auch so ein Problem. Okay, den werde ich jetzt angreifen. Der ist weg. Sehr gut. Ah, das war knapp. Okay, Schlitz durch. Nein, das finde ich gut. Jetzt aber, den muss ich treffen, oder? Alter. Ich versuche jetzt mal, den zu treffen. Der ist tot. Aber... Boah. Die Sache mit der Ausdauer ist immer so eine Sache. Oh, das fände ich gut. Das wird einfach sehr, sehr lange dauern. Aber ich finde cool, dass wir jetzt auch so Stapfen im Schnee hinterlassen. Der müsste tot sein, oder? Nein, es reicht nicht zu töten. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ja, die macht nicht wenig Schaden. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Zwei Treffer von denen und ich wäre tot. Komm schon, einen muss ich treffen. Scheiße. Alter, Walter. Ich treffe keinen einzigen. Wieso kommen die auch nicht höher? Komm schon. Okay, der ist jetzt weiter oben. Den könnte ich jetzt treffen. Aber der ist gegen mich geblockt. Komm, wie soll ich den zu treffen? Ah, oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab leicht Angst. Leicht. Ich hab's kommen sehen.
Aber wir sind noch nicht alle, denn hinten sind noch welche. Die kommen doch gar nicht. Scheiße. Ja, und heilen. Alter, Mann, ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie. Versuche jetzt mal etwas Riskanteres. Kurz nochmal testen. Nee, so nicht. Okay. Und frei. Unheimlich erfolgreich. Okay, ich muss jetzt nochmal ein bisschen näher dran. Jetzt aber vielleicht aber. Okay, einer ist auf jeden Fall tot. Das ist schon mal gut. Okay. Oh ja, kommt. Nur, der kommt näher. Das gefällt mir. Scheiße. Okay. Den Typ will ich jetzt treffen. Komm, der müsste passen. Okay, ein anderer ist tot. Das ist mir auch ganz lieb. Von mir aus. Ja. Jawohl, zwei tot. Nee, nur einer ist tot. Was passt. Hier kann man relativ leicht umlaufen, wenn die anderen Typen noch nicht wären. So. Wie viel kommen da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich könnte es mal wirklich jetzt versuchen, auf die rabiate Tour. Töte ihn. Töte ihn sofort, bitte. Okay, ich gehe mal kurz in eine Art sichere Ecke. Ich werde ihn sofort schwitzen. Ja, ich riskiere das Ganze jetzt einfach mal. Den würde ich jetzt, glaube ich, sogar zweimal schlagen wollen. Das müsste sogar funktionieren. Ja. Und das müsste sofort töten hier. Wunderbar. Ja, ich habe die. Sehr gut. Ich glaube, der letzte gibt den Schlüssel hinten für die Tür. Wenn mich nicht alles irrt. Nee, Quatsch. Ich muss was anderes suchen. Wo war das denn nochmal? Ach, Mann. Hier war irgendwo ein Hebel. Wenn ich wüsste, wo dieser Hebel nochmal wäre. Egal, gehen wir erstmal hier hoch. Vielleicht war der Hebel da oben. Es kann gut sein, dass er da oben war. Ja, ich glaube, der war hier oben irgendwo. Erstmal hier entlang. So. Immer wo ganz viele Raben sind und ja, wo sowas gibt, könnt ihr euch denken, was gleich kommt. Erstmal weg mit euch. Das war sehr gut getimed. War auch eigentlich mehr Glück als Verstand. Das gebe ich zu. So, wer kommt jetzt? Oder halt erstmal nicht. Ich dachte, es würden jetzt Rabenwesen kommen. Nicht? Also, ist nicht so, dass ich jetzt darüber traue, aber... Gut. Von mir aus. Damit kann ich leben. So, okay. Zeit ist vorbei, Leute. Ich muss an der Stelle den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls mit mir Level 4. Tschüss.